Oh, aber die Scheiben, waren die auch schon eingeschlagen? Das weiß ich gar nicht. So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen hier in einem Keller von einem Lost Place, und zwar in einem verlassenen Kurhotel-Sanatorium. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Dann würde ich sagen, bleibt dran. Viel Spaß. So, hier, der Raum hier ist auf jeden Fall schon ziemlich interessant. Man sieht hier so einen alten Toilettenstuhl und dann liegt bzw. steht hier noch so eine richtig alte Krankenliege rum. So, wir befinden uns jetzt ja wie gesagt im Keller. Man muss dazu sagen, das Ding ist leider schon etwas durchwühlt, zerkloppt, aber trotzdem sind noch einige coole Sachen zu entdecken. Hier, man sieht hier schon, hier ist einiges noch drin. So, Freunde, hier ist auf jeden Fall das Treppenhaus, da geht es auch gleich nach oben. Wir sind durch ein Kellerfenster rein. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie es hier aussah. Wir waren hier vor einem knappen Jahr schon mal. Da gab es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Aber halt leider auch schon, wie gesagt, relativ viel Vandalismus. Aber naja, mal schauen. Das wird jetzt witzig. Es war nämlich hier alles voll mit Matratzen. Genau, Freunde, jetzt stehen wir hier in dem Gang von dem Sanatorium. Und ja, hier musste man letztes Mal über ganz, ganz viele Matratzen klettern. Weil da geht es auch noch weiter. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt eh schon auf dem Berg stehen, können wir auch gleich mal da weiter gucken. So, man sieht hier nochmal diesen Bereich. Wie gesagt, hier sind richtig viele Matratzen. Hier ist auch alles vollgestellt. Das da ist der Haupteingang. Hier kommt man schon gar nicht mehr rein. Aber es hat trotzdem irgendwie was. Hier sind nochmal so, wie so Kinderstühle. Also in den Farben. Und dann geht es jetzt da weiter. Genau, jetzt sind wir hier in einem von den beiden Gängen. Und ich weiß noch, hier stand sehr, sehr viel Zeug letztes Mal rum. Wenn man mal hier reinguckt, ja, es sieht echt noch genau gleich aus. Hier ist alles voll mit Unterlagen. Hier mit diesen Massagegeräten, Sportgerät. Dann hier halt haufenweise Unterlagen. Da gucken wir gleich mal rein. So, wie schon erwähnt, hier liegen haufenweise Spielsachen, Unterlagen und so weiter. Kann man ja mal gucken, was das hier so auf sich hat. Übungen, anscheinend irgendwelche Anweisungen. Und dann ja hier die ganzen Spielsachen. Hier, das kennt man auch noch, diese Buchstaben, wo man so dann auf den Boden gelegt hat. Dann hier, wie gesagt, so ein Massagegerät. Da drehen sich die Teile so. Und dann hat man hier auch, sehe ich gerade, so einen richtig fetten Einbauschrank. Dann hat man hier auch noch so einen Schreibtisch. Tatsächlich noch ein richtig fetter Ordner liegt mit Abrechnungen Brutto-Netto-Bezüge aus dem Jahr 1999. Da sieht man auch hier, ich muss pixeln, aber 10.900 D-Mark und 5.600 Euro. Ja, und wie gesagt, hier sind dann noch haufenweise Sachen von Schülern. Hier Schulservice, Schulhefte, Schulbücher. Also, ja, hier wurden halt wahrscheinlich auch Kinder untergebracht und dann halt natürlich müssten die auch lernen für die Schule. Und dann wurde das halt hier gemacht. Genau, hier hat man nochmal den Blick auf diesen echt coolen Gang. Also Matratzen hatten sie hier echt einige. Hier ist wirklich alles vollgestellt hier unten. Hier sieht man es ein bisschen besser. Aber ist halt noch komplett alles da. Ja, hier auch wieder. Bis unter die Decke voll mit Sessel. Hier ist jetzt was, das haben wir beim letzten Mal schon gemerkt. Hier im ganzen Raum sind alles voller Kartons. Wenn man mal genau guckt, in diesen Kartons sind alles voll mit Büchern und die sind noch alle komplett original verpackt. Und wie gesagt, alle Kartons sind noch voll, man sieht es hier. So, mit dem Gang sind wir auf jeden Fall fertig. Wir gehen jetzt wieder zurück in die andere Richtung. Ich glaube, die andere Seite war spannender als die hier. Ja, hier haben wir noch eine kleine Küche. Hier liegt auch noch so ein Gerät hier. Konnte man bestimmt irgendwas plattrollen. Ja, dann hatte man hier so seine Einbauküche. Hier sind sogar noch ein paar Teller im Regal, im Schrank. Und hier der Kühlschrank, der aber Gott sei Dank leer ist. Ich sehe sogar gerade da unten sind auch noch mehr Töpfe. Und hier nebenan sind wieder weitere Sachen.
gestapelt und zur Seite gelegt. Wieder Matratzen, Schränke und noch mehr Tische. Und ich sehe sogar gerade auch noch richtig viele Bilder, die aber auch schon gammeln. Weil hier die Decke halt auch gar nicht mehr gut aussieht. Okay, jetzt ist es nochmal ganz spannend. Hier ist wieder eine Arztliege. Und man hat hier so kleine Kabinen. Toilettenkabinen. Und was mir auffällt, ich halte jetzt mal die Kamera auf meine Augenhöhe. Die sind richtig niedrig. Das heißt, es war auf jeden Fall mal für Kinder. Hier sieht man wieder, dass hier die Dorfjugend öfter mal chillt. Hier haben sie sich so eine kleine Sitzecke aufgebaut. Da hinten die ganze Wand voll gekritzelt. Dann hat es hier noch richtig viele von solchen Dingern. Was auch immer das ist, sieht aus wie so ganz komische Stühle. Und hier drüben, man sieht es, das war mal so eine Anhörung, das war mal wie so eine kleine Bühne. Also vielleicht war hier mal wie so ein, ja, so ein Raum halt, wo alle sich treffen konnten. Dann haben hier irgendwelche Leute was vorgespielt oder so. Genau, dann hier haben wir richtig viele Spiegel. Und dann haben wir hier auch noch so richtig alte Fernseher, die ausnahmsweise noch ganz sind. Jetzt machen wir schnell. Ihr seht, da ist direkt der Weg und da laufen sehr viele Leute lang. Aber hier ist noch wirklich ein ganzer Raum voll mit Wäsche. Also das war mal wahrscheinlich mal die Wäsche, der Wäscheraum. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt eins nach oben gegangen. Und hier hat man wirklich noch so eine eigentlich relativ schöne Sitzecke. Ich weiß noch von letztem Mal, dieser Holzsessel stand hier nicht. Aber sonst sieht es halt echt gleich aus. Also echt richtig schön. Muss man nur ein bisschen aufpassen, weil da geht es halt raus. Aber schönes Motiv. Und ja, man sieht hier diese alten Sanatoriumgänge. Es ist echt leider halt schon sehr viel kaputt, aber eine echt sehr, sehr interessante Location. Okay, Freunde, wir haben gerade Stimmen gehört, aber wahrscheinlich, wie gesagt, von dem Weg nebenan. Auf jeden Fall sind wir jetzt in so einem alten Gemeinschaftsbad, würde ich sagen. Hier so eine Dusche. Und dann hier so eine richtig coole vertrocknete Pflanze. Und noch sogar fast alle Waschbecken. Hier sind wieder richtig, richtig viele Stühle. Und hier muss irgendwo ein Nest sein. Hier brummt es richtig, richtig heftig. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt im Holzteil von dem Gebäude. Und der ist schon langsam am Einstürzen. Also hier muss man echt aufpassen, wo wir hintreten. So, Freunde, jetzt sind wir in einem Raum. Da stand genau hier ein Klavier. Das steht jetzt leider nicht mehr da. Dafür steht es jetzt hier. Richtig cool. Ich bin zwar nicht der Freund, wenn man Sachen rumschiebt, extra für ein Motiv. Aber sagen muss man, hier sieht es deutlich cooler aus mit dem Fenster. Ja, hier ist, wie gesagt, das Klavier. Und es müsste eigentlich... Ja, es funktioniert noch, aber das lassen wir lieber. Nein, es ist sehr laut. Aber richtig cool, dass sowas hier noch rumsteht. Von dem Klavier werdet ihr nachher auf jeden Fall auch nochmal ein paar schöne Detailaufnahmen sehen. Aber bevor ihr diese Detailaufnahmen seht, gucken wir erstmal weiter. Man hört es auch wahrscheinlich. Hier ist die Straße in der Nähe. Und da geht's raus, aber man sieht, wie hier die Decke schon runterhängt. Also in dem Teil müssen wir echt sehr aufpassen, dass wir nicht einstürzen. So, Freunde, weiter geht's. Wir kommen jetzt hier wieder in den anderen Gang. Und der war meiner Meinung nach auf jeden Fall spannender als der andere Teil, bis auf das Klavier. Weil hier waren die ganzen Zimmer, die auch, wie ihr seht, noch eigentlich komplett eingerichtet sind. Klar, komplett durchwühlt, aber Bett ist da, Stuhl, Tisch, alles noch da. Dann hat man hier auch noch so ein altes Bad mit Fliesen. Hier ist Fenster offen, ich muss einen Tick leiser reden. Und ja, hier sind noch die Seifenspender. Das Waschbecken. Dann war das für ein Föhn. Jetzt wissen wir das auch. Gehen wir mal den Gang hier weiter. Weil hier gibt es noch einiges zu entdecken. Ist halt leider die Schränke hier rausgeschmissen. Hier ist eine ganz rote Wand, weinrot. Hier steht so ein alter DVD-Player. Und hier sind wir jetzt nochmal in der Küche, aber die sieht richtig wild aus. Also hier wurde schon einiges zerstört, leider. So, und wenn man mal in die Schränke guckt,
Hier liegen auch noch richtig viele so Tücher, Handtücher und so. Teilweise auch noch zusammengelegt im Schrank. Und hier auch wieder haufenweise Unterlagen, alles voll. Auch ein Telefonbuch. Das örtliche muss ich leider pixeln, weil hier der Ort draufsteht. Aber ihr könnt es ja so erkennen ein bisschen. So, und hier steht jetzt noch so ein Sessel. Und die Überreste von dem Bett. Aber die Vorhänge, die hängen noch. So, und hier in dem Schrank stehen auch noch richtig viele so Farben rum, Acrylfarben. Also hier wurden mal auf jeden Fall Sachen zum Basteln oder so gelagert. Okay, man riecht es direkt, hier ist richtig am Gammeln. Ach du Scheiße. Man hat es direkt in der Nase. Ja, es sind keine Fliesen, sondern einfach so eine durchgezogene, so halt ohne Riffe, ohne Gitter. So ein ganz standardmäßiges Badezimmer. So, jetzt sind wir hier fast am Ende vom Gang. Und jetzt kommen wir in den Aufenthaltsraum und der hat echt noch was. Und dann hat man hier noch so eine richtig coole Couch-Ecke. Übrigens, wie hier die Pflanzen schon reinwachsen, das sieht echt so mega aus. Und ja, wie gesagt, die Couch-Ecke. Und hier auf der anderen Seite ein paar Schränke, eine Lampe. Und wieder sehr, sehr viele Bücher. Und man sieht's, hier waren halt auch, wie gesagt, Aufenthaltsraum. Hier waren halt auch richtig viele Spiele, wo dann die Kinder oder die Leute, wo halt hier waren, spielen konnten. So Freunde, wir sind jetzt ganz oben. Hier geht es jetzt nochmal lang. Und auf der anderen Seite geht es zur Dachterrasse. Und hier sieht man schon, hier steht nichts mehr, außer so ein Blumending. Und dann noch so eine Kunstpflanze. Ja, und jetzt sind wir quasi bei der Dachterrasse. Und ich finde, das hat so eine ganz, ganz coole Atmosphäre. Mit diesem Verfall und den Pflanzen, die wieder wachsen. Und dann noch mit der Markise. Das hat wirklich einfach was richtig, richtig Geiles. Man sieht auch schon, was hier für ein Baum rauswächst. Ne? Also das Ding ist echt, also die 15, 20 Jahre kommen hin auf jeden Fall. So, und hier haben sie wahrscheinlich die Jugendlichen sich eine Ecke zum Chillen gebaut. Ja, hier seht ihr nochmal die komplette Dachterrasse. Also hat echt was, kann man nicht anders beschreiben. Einfach eine geile Atmosphäre. Hier haben wir wieder so ein Bad mit so vielen Waschbecken und wieder so Einbauschränke. Und dann haben wir hier diesen langen Gang, der eigentlich echt was hat. Bloß jetzt müssen wir echt aufpassen, weil von außen sieht man schon, dass da hinten das Gebäude einstürzt. Und hier ist alles aus Holz, also Vorsicht ist geboten. So, hier haben wir jetzt noch einen Raum, hier ist aber auch nichts mehr Spannendes. Ein Kalender von 2004. Das war jetzt, glaube ich, das Neueste, was wir bis jetzt gesehen haben. Also 20 Jahre. So, und jetzt kommen wir in einen Raum, der tatsächlich noch richtig schön ist. Wir haben hier so eine kleine Dekoration. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Bett. Das war letztes Mal auch noch ein Tick schöner. Aber man muss echt sagen, hat noch was. Also es ist ein cooles Motiv für diesen Ort. Aber wie gesagt, der Boden, der macht hier Wellen. Der ist ganz, ganz blöd. Unten waren ja die 140.000 Bücher. Ja, und hier haben wir 140.000 CDs und die sind halt auch alle noch original verschweißt, ne? Und da drüben auch noch mehr Kartons, da drüben in der Ecke auch, alles voll. Schade, dass hier so ein Graffiti ist, aber das ist echt nochmal ein richtig schönes Motiv. Und ihr werdet gleich auf jeden Fall auch nochmal ein paar Detailaufnahmen sehen, aber wir gucken erstmal weiter. So Freunde, wir sind jetzt hier, wo der Teil einstürzt langsam. Man sieht es, sieht zwar echt noch ziemlich interessant aus, aber ne, ihr seht, wie es hier schon runterhängt. Also wenn du da einen Schritt drauf machst, dann stürzt du ein. Also da laufen wir auf keinen Fall weiter. Gehen wir lieber wieder zurück. Ist aber stabil. Die hält auf jeden Fall. Hier ist so warm.
Oh, okay. Sieht doch ganz cool aus, aber ist halt der Boden, muss man jetzt echt aufpassen. Das ist ja mal geil. Hier stehen noch so richtig alte Gitterbetten. Also eins zumindest. Cool, okay, das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesehen. Aber hier gehe ich auf jeden Fall nicht weiter, weil genau hier ist der Teil, wo der Boden so absackt. Hier hängen auch noch die alten Schlüssel. Naja, hier ist der Boden schon am Einstürzen. Und hier haben wir nochmal so einen Raum und auch nochmal so eine alte Liege. Sieht echt cool aus, aber wie gesagt, da gehe ich nicht rein, weil da stürzen wir dann auf jeden Fall runter. Tatsächlich wurde das Kinderkurheim im Jahr 1733 erbaut. Das Gebäude wechselte oft den Besitzer, bis es im Zweiten Weltkrieg als Lazarett benutzt wurde. Seit den 90ern wurde der Kurbetrieb aber immer weniger und schließlich musste es dann im Jahr 2004 für immer schließen. Her. Über die Matratzenberge hier. Warum auch immer die hier so hingeschmissen wurden. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Aber der müsste irgendwo hier sein. So. Genau. Hier ist es, der Ausgang. So, Freunde, hier seht ihr nochmal das Gebäude von der anderen Seite. Sind wir auf jeden Fall fertig mit dem Ort. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.